Der Krieg und die Not haben den Tiergarten vom grünen Park zur grauen Wüste gewandelt. Doch der deprimierende Anblick der aufgewühlten, brachliegenden Riesenfläche verändert sich in diesen Tagen aufs Neue. Im Rahmen der Brachlandaktion des Berliner Magistrates wird auch der Tiergarten für den Gemüse- und Kartoffelanbau herangezogen. Englische Traktoren helfen bei der Bearbeitung des Bodens. Von den 900 Morgen der früheren Parkfläche werden etwa 400 Morgen teils im Großen bewirtschaftet, teils an Kleingärtner abgegeben. Die Bewohner Berlins legen sich an der Siegessäule ihrer Nutzgärten an. Der Tiergarten sorgte früher für die Erholung der Berliner. Jetzt wird er ihrer Ernährung dienen.